Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Und ich will jetzt mal, dass wir mal hier ein bisschen wieder in die Pötte kommen. Und um hier möglichst in die Pötte zu kommen, denke ich mir, wie wäre es mal sinnvoll, wenn wir hier mal weiter Waffen bauen können. Aber da fehlt uns auf jeden Fall Stil. Und hier drüben haben wir leider nirgendwo mehr was gefunden. Aber hier ist noch ein bisschen, gibt es ja nur wieder noch geguckt, aber jetzt ist hier eine Party erstmal. Macht ihr immer eure Party. Das hatten ihr die ganze Zeit kein Break Risk, also. Ja, du bist ein bisschen Joy Deprived. Ja, wir können uns überlegen, ob wir dann, wenn wir ein bisschen mehr Cloth bekommen. Da ist ein bisschen Cloth. Ob wir dann einen Billardtisch mal bauen. Vielleicht habt ihr da ja auch ein bisschen Spaß. Irgendwie so ein Relaxing Room bauen, wo ihr vielleicht einfach mal Spaß haben könnt, wie so ein Wohnzimmer oder sowas. Kann man ja dann mal angreifen, sowas. Den Alpakas geht's auch gut. So, dann kriegt Denise jetzt noch das neue Bett. Set Owner Denise. Und hier, wer war denn hier? Wen haben wir denn noch? Blume Manu. Tim hat ein Bett, also muss das Bett von Jenny sein. Kriegen jetzt alle richtig gute Betten, dann geht es allen immer viel besser. So, und hier. Into until you have 160. 600 Steine, das ist halt schon richtig viel. Wo kommen die denn alle her? Also selbst wenn ich jetzt 250 dazu mache, fast 1000 Stück, dass man da mal was bauen kann, selbst dann haben wir viel zu viele. Aber wir können uns bald mal überlegen, ob wir einfach den großen Raum hier nach da erweitern und den Kram, der hier drin ist, den einfach mal woanders hin machen. Brauchen wir die Smithy überhaupt? Das sind halt so ein paar Waffen, so Nahkampfwaffen, aber. Umziehen kann ich sie nicht, ich kann sie eh hier runterziehen. Und die Drogenküche kann auch hier unten rein. Komm, dann. Oder mache ich Bild Copy. Hier hin. Bild Copy. Hierhin, wobei, warum sollte ich überhaupt eine Fuel Smithy machen, wenn ich hier eine. Wenn ich doch eine machen kann, die. Wahrscheinlich besser ist, wenn ich hier eine Electric Smithy. Mir besteht gar nicht, dass es überhaupt einen Unterschied macht. Dann brauchen wir auf jeden Fall kein Holz dafür, dann gehen die da einfach hin und können anfangen, wie sie wollen. Das ist mir dann irgendwie lieber. Ah, die fehlt jetzt auch ein Bett. So, da kommt noch eins dazu. Und vielleicht, wenn wir das Gefängnis umziehen, dann können wir vielleicht hier auch noch Platz machen. Dann machen wir vielleicht das Krankenhaus einfach größer. Hier so. Ein großes Krankenhaus, also da kann man schon noch einiges machen. Dass die mal ein bisschen weniger cramped sind und. Ja, die gehen jetzt, okay. Du kochst weiter, das ist okay. Du fängst jetzt hier an, echt rumzugraben, aber okay, kann man ja mal machen. Ach, ich dachte schon, wie ist das denn? Sind noch mal andere. Ich guck mal, was die hier zum anbieten, Denise. Oder was wir denen anbieten können, ist eher die Frage. Essen können wir verkaufen.
Weil wir können denn die scheiß Assault Rifle verkaufen für 83, das ist natürlich viel. Komm, dann nimmt man hier diese scheiß Assault Rifle. Werden wir zu Waffenhändlern vielleicht mal. Das wird jetzt abgebaut. Reinstall. Ah, und da könnte ich eine Tür reinziehen mal. Okay, da geht es gerade ganz schön ab. Ziehen wir das hier. Reinstall, kommt mal hier hin. Den Crafting Spot kann ich auch einfach hier reinzimmern. Irgendwo hier. Smoke Leaf Joints. Do Forever. Kann das hier weg, deconstruct. Und dann machen wir das hier noch weg. Dann haben wir gleich einen ganz großen Raum. Oh, ein Raid. Die warten ein bisschen mit dem Angreifen, aber das sind alles nur Nahkämpfer, das ist schon mal gut. Cargo Pots. Oh, Medizin ist immer geil. Die verbieten wir den mal nicht. Das erlauben wir den auch. Und die Visitors, die sind eh weg. Okay. Das heißt, wir fangen an, Knöpfchen zu drücken. Ja, die sind jetzt halt alle hier drin in dem Gebäude. Die haben gesagt, die brauchen noch ein bisschen, oder? Wo sind sie denn? Ich hab sie doch eben gesehen. Da, ganz unten. Einer hat Pfeil und Bogen und die anderen Nahkampfwaffen. Das heißt, wir müssen uns eh stark verteilen. Wenn die kommen. Recruit failed. 1,1. Das ist so ein Scherz. Aber ich kann ja bald mal anfangen, hier so ein Krankenhaus zu bauen oder so. Weil das Krankenhaus hier ist echt ein Scherz. Da gibt es zwei Betten. Und sonst nur Scheiße. Und dann machen wir entweder machen wir das Krankenhaus ganz groß oder machen wir das Gefängnis rüber. Aber wenn das Gefängnis mehr in der Mitte ist, ist mir das eigentlich sicherer. So, ihr seid immer noch. Jetzt kommen sie. Das heißt, ich fange jetzt mal an, hier euch in Position zu schicken. Denise. Manu. Und Blume. So, ihr geht auf Position. Dass wenn die hier ankommen, sie keinen Spaß haben werden. Vielleicht können wir irgendwann mal festnehmen, gefangen nehmen. Was haben wir denn hier? Zwei mit Bogen, zwei mit Nahkampf. Jenny, Manu, Blume, da kommen sie. Wo wollt ihr hin? Ignite Kuda. Militech Wooden Stuhl. Er will den Stuhl angreifen.
Die rennen halt auch einfach durch. Das ist einfach unglaublich. Was machst du jetzt hier? Moving. Okay, und du machst Igniting Cooler immer noch. Der eine ist schon tot, okay. Warte, ein Bogenschütze. Und du machst Melee Attacking Blume. Blume, dann renn doch mal weg. So, jetzt fliehen sie. Das heißt, der hier ist doch angeschossen. Militech, Militech, Militech. So, ihr werdet alle auf Hold Fire, damit ihr den nicht niederschießt. Dann sollte es doch klappen, da jemand gefangen zu nehmen, oder? Ah, ihr lauft schon nicht dumm dem hinterher. Ich glaube an euch. Oder was für eine Bewegungsgeschwindigkeit hat der jetzt? 4,2 und ihr habt. Ja, du bist ein bisschen schneller. Wir können dann vielleicht noch einmal schießen. Jenny, schieße auch noch mal. Ah, schade. Jenny schießt so gut. Na gut. Hätte ja klappen können. So. Dann weiß ich auch, was wir jetzt gleich auch noch bauen wollen. Wir wollten noch ein Krematorium bauen. Electric Crematorium. Aber auch da fehlt uns einfach der Stil. Ohne Stil nichts los hier. Kein Stil hier oben, ne. Cold Snap, na toll. Mach halt hier mal so ein Ding hin. Hier drin ist warm genug, hier. Ah, und genau, bei euch kann ich jetzt sagen, ihr dürft wieder schießen. Hold Fire ist aus. Und die werden wieder umgeschaltet. So, Codesnap, ja, ich weiß, dann jetzt einfach mal kurz kalt. Haben wir denn einmal, was ist denn der beste Growing Skill, den wir haben? Blume 7, oder? Ja. Komm, dann geben wir dir hier mal noch eine höhere Priorität. Heal-Root ist 8 und wir kann ich mit 7 schon machen. Also Cats join. A group of cats abandoned or lost have wandered around in your area. Wie viele Katzen haben wir jetzt bekommen? Oh no, ey. Was will ich denn mit so vielen Katzen? Dann dürft ihr jetzt rumlaufen, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, was mit Katzen kann ich halt überhaupt nichts machen, oder? Können die irgendwas? Die können nicht heulen, die können nicht gehorchen. Die kann man vielleicht essen, aber die haben sogar Namen. Ja, vielleicht verkaufe ich die auch einfach. Vielleicht kommt hier jemand, der mir Katzen abkauft. Aber bis dahin fressen die mir halt alles vom Kopf wahrscheinlich.
Hier sieht man, was man denen beibringen kann. Slaughter. Will ich jetzt die ganzen Katzen slaughtern? Nein, kann. Ah doch, hier kann ich sie alle slaughtern. Die haben alle Namen. Warum habt ihr denn Namen? Dann bringt doch keine Katzen, um die Namen haben. Was macht denn das Essen hier? Können wir das noch kurz versuchen auszuhalten mit den Katzen oder? Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich ja kein Katzenfan. Und so ein bisschen Katzenfleisch. Ist jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Oh, nee. Die Katzen laufen halt die ganze Zeit durch die Türen. Das heißt, übergehen die Türen auf und zu. Ciao, Katzen. Tim hat einen Job. Lalala, Furniture, so haben wir das gedreht. Install. Was war das? Tim? Ne, wer ist denn jetzt hier der Tiere-Töter? Incapable of Violence. War das der Manu? War es Jenny? Not assigned to handling. Jenny, kümmere dich doch mal um unsere Tiere hier. Ah, du bist schon wieder am Bauen hier. Jenny, kümmere dich doch mal darum, dass hier die Tiere ein bisschen weniger werden. Schön für den Katzenmord hier. So, jetzt ist nicht mehr so wichtig. Alle anderen Katzen können jetzt wenn es der Job braucht, dann können sie dann umgebracht werden. Da wird wieder eine Assault Rifle gebaut, das ist gut. Hier ist wieder alles gestorben, hab's ja ganz umsonst gepflanzt. Wir brauchen halt echt bald wieder mal Gemüse, weil ansonsten geht's uns jetzt bald aus, das Zeug. Dann habe ich es echt geschafft, dass uns das Essen ausgeht. Cargo Pots. Was haben wir hier? Arctic Wolfskin, okay. Und das können wir auch mal gebrauchen. Da bauen wir wieder was Neues draus.
Was ist los mit Jenny? Trifft echt nix. Jetzt fällt noch der Strom aus. Im Cold Snap fällt der Strom aus. Super. Das Einzige, was du machen kannst, ist dann Katzen töten und häuten. Nicht töten, getötet sind sie schon. ...0,5% Chance, das gibt's doch nicht. Solar Flare ist echt so eine Scheiße. Solar Flares Ending, endlich. Hier unten ist noch Zeug, das abgeholt werden müsste von irgendjemandem. Und da ist noch Steel. Komm, dann marken wir das auf jeden Fall mal. Es ist zwar weit weg, aber was soll ich machen? Es ist wenigstens Steel. Hier gibt's Gold. Das ist Compact Machinery, Compacted Machinery. Hier ist noch Steel. Ja, und das war's dann. Bin ich die ganze Karte mal durchgegangen. Essen die Alpakas auch einfach nur Fleisch? Ich glaube schon. Manu trägt ein bisschen Steinchen rum. Ah, die Katze frisst die Leiche. Das ist doch gut. Jetzt auch, es ist schon Fourth of Spring, aber es ist Cold Snap. Das heißt, ab First of Spring wird hier wieder angebaut und sobald das vorbei ist, können wir jetzt wieder unser Zeug züchten. Tim meint hier komplett alles weg. Wie viel Holz haben wir noch? Holz, 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 246, das ist okay. Da muss ich mich noch nicht um Neues kümmern. Sandstone-Teil hat Boxspeed 100 und Woodfloor auch. Was haben, was kann man noch gucken? Können wir mal gucken, wie schön es ist. 2. Da sind nur ein paar Flecken, aber der Boden, der macht 2 Schönheit und... Dann machen wir doch hier nochmal, wie es gleich aussieht. Das war doch Sandstone, oder? Sandstone. Und da mal auch Sandstone. Geht das einfach so? Ja. Kann man einfach mal so definieren. Kunst wird auch weitergebaut. Krematorium braucht halt alles, braucht alles Stil.
Da bin ich den ganzen Berg ausgegraben. Es wird mal Zeit, dass wir wieder was researchen oder einen neuen Typen bekommen. Einfach, dass wenn es hier jetzt anfängt, hier. Manhunter Pack, oh, das ist blöd. Das mag ich nicht. Walk, was ist denn Walk? Das sind wie so Wölfe, oder? Das sieht nämlich ziemlich mies aus, was da kommt. Also wir schalten alle mal an. Ich könnte doch bald mal neue bauen oder noch mehr. Ne, nicht die Alpaka-Wolle, sondern den Power Switch. Power Switch. Machen wir alle mal. Ja, wobei der ganz hinten vielleicht jetzt eher sinnlos ist, aber wenn er angeschaltet ist, ist er angeschaltet. Also besser als nix. Und wo schicken wir euch denn hin? Ich würde fast sagen, da lässt sich, glaube ich, ziemlich schnell bewegen. Lieber schon mal hingestellt. So, ihr müsst jetzt leider mal ein bisschen kämpfen. Hoffen wir mal, dass das was wird. Und leider sind Scharfschützengewehr auf die, wenn die so nah sind, nicht so gut. Drei Stück sind's. Drei gegen drei mit drei Geschützen als Unterstützung. Was macht ihr denn? Moving. 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 Ihr seht scheiße aus. Ich habe keine Lust auf euch. So. Du hier, attacking Blume. Attacking Blume. Dann Blume. Musst du jetzt mal hier wegrennen. Jenny bleibt. Was machst du? Moving. Du machst Attacking Blume. Attacking Blume. Moving. Attacking Jenny. Das ist natürlich blöd, dass du jetzt genau das Target genau gewechselt hast. Als du da standest. Geh mal kurz da rein. Jenny fängt an zu schießen. Okay. Du gehst Fire at Walk machen. Manu. Fire at Walk. Okay, jetzt geschafft. Was ist denn ein Walk? Heavy Muscle Wolf-like Creature. Okay. Die essen nur rohes Fleisch und Leichen. Möchte ich versuchen, den irgendwie zu retten? Eine Worge? Geschissen. Rescue Walk? Nee. Wahrscheinlich viel zu schwer zu tamen bei 80% Wilderness. 107 Market Value? Nee. Mach mal tot. Selber schuld, wenn er hier ausrastet und herkommt. Hey, wir haben ja noch einen gehabt. Aber auch noch einen weiblichen.
So, dann können wir hier wieder ausschalten. Manu. Wird geheilt. Dinis kümmert sich um Manu. Geht's ihm wieder gut? Ihr übrigens. So, fangt jetzt hier an, mal bald ein bisschen Pflänzchen anzupflanzen, oder? Sowing Area. Okay, der fängt an zu pflanzen, der Blume. Dann würde ich sagen, nach dem Morgenangriff erstmal entspannen. Und wie es hier weitergeht, das dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.